Was alles? Ich hoffe. Kompass? Was ist mit dem Kompass? Weiß nicht. Man kann ja nie wissen. Hilfe, Mama! Ich hab mich verlaufen. Wie viel? 75 und ein paar zerquetschte. Ist ja nicht gerade so viel. Das meinst du, was der Zug kostet? Keine Ahnung, wird schon nicht so teuer sein. Sascha, Hannes? Ja? Mach jetzt los, es ist schon 11 Uhr durch. Ja, gut. Wir gehen jetzt auch schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Ich bin. Glaub schon. Ja, mal gucken. Okay, mach die Taschen ab. Lass mich nicht erwischen. Nein, ja, ich pass auf. Mein Vater kommt sowieso mal gleich weg. Okay. Von meinem Vater. Wow. Luftgetrocknet. Aus Italien. Schmeckt trotzdem gut. Hast du schon mal mehr? An dem noch nicht. Hauptsache, es gibt hohe Wellen. Na klar, da gibt es so hohe Wellen, da musst du drunter durchtauchen, sonst bist du Matsche. Genial. Kannst du jetzt einschlafen? Nee, bin viel zu aufgeregt. Ich auch. Dann bleiben wir eben die ganze Nacht wach. Genau. Was machen wir so lange? Wir erzählen uns Gruselgeschichten. Nein, bitte nicht, da kriege ich Angst. Es war einmal ein großes, grünes, glückliches Monster. Und das aß für sein Leben gern kleine Kinder, die vor allem in die Hose waren. Sascha, Hanne! Ja? Jetzt ist aber Schluss. Ja. Ich Hannes, wir haben verpennt, du musst mich doch wecken! Hab doch gar nicht geschlafen. Komm, schnell! Warum nimmst du meinen Schlafsack mit? Kann man doch immer gebrauchen. Ja, wir sind doch heute Abend immer wieder da. Trotzdem. Los jetzt, komm schon. Was
Der Brief! Ist doch nicht so wichtig. Ja. Was hast du denn geschrieben? Liebe Mama, lieber Papa, wir fahren an den Wannsee mit der S-Bahn Baden. Und wir sind heute Abend zurück. Macht euch keine Sorgen. Sorgen schreiben wir mit einem Wort, Mama, mit Doppel-R. Na los! Was gibt's denn da? Peenemünde, Zinnowitz, Seebad, Ahlbeck, Wolgastfähre, Heringsdorf. Heringsdorf, das hört sich gut an. Heringsdorf. Zweimal. Unter 14. Hin und zurück. 70 Mark. Was? 70 Mark? Von wegen 30 Mark. Na ja, es hat ein bisschen teurer geworden. Da bleibt uns doch fast kein Geld mehr übrig. Brauchen wir doch auch nicht. Bin doch eh bald wieder zurück. Also was ist jetzt? Der Zug fährt in 4 Minuten. Komm, sitz schon her. Wo fährt er ab? Mal 7. Danke. Umsteigen und Tüßel. Vom Gleis.
Reisebüro. Fahren Sie da auch hin?
Kannst ruhig du zu mir sagen. Lars, fährst du da auch hin? Ah, so ungefähr. Wie weit ist das denn genau? 50 bis 70 Kilometer. Wo kommt ihr denn her? Aus Berlin. Der Anhalter? Nee, mit dem Zug. Bloß der Zug. Na, da hast du so einen Schaden. Schaden? Ja, so. Naja, halt. Blechschaden. Ah, Blechschaden. Da kommt eine Dampfstelle, hat man gehört.
ruhig hier bleiben. Siehst du, wenn ich vorhin nicht abfahren werde, dann wäre es vielleicht immer noch ein Sonnenmeer. Stimmt. Hättest du gedacht, dass wir das packen? Na klar. Sieh jetzt mal im Ernst. Natürlich. Du hast mal nicht. Weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich irre, dass wir hier sind. Komm, wir ziehen uns an. Diesmal rennt sie nicht wieder hinterher! Weiß nicht!
willst nach Berlin? Bist du allein? Ja. Ich hab den Zug verpasst. Na schön. Ich trinke noch schnell einen Kaffee, dann geht's los. Danke. Anna, gehst du wieder aufs Klo? Wir wollen das durchfahren. Okay, das bleibt unser Geheimnis. Ich verspreche.